So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Trainingseinheit mit dem Schwerpunkt Kniegelenk bzw. kniegelenkumgebende Muskulatur. Schmerzende Knie oder auch Schädigungen im Bereich des Kniegelenks sind ja quasi schon so eine Volkskrankheit geworden. Sicherlich für dich auch gegebenenfalls ein Thema, ja, dass du da schon mal Probleme hattest durch hohe Belastung. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Was benötigen wir dafür? Im Prinzip benötigen wir nur einen Tisch bzw. eine Erhöhung, wo wir uns draufsetzen können und der Unterschenkel frei schwingen kann. Ja, was das genau bedeutet, siehst du dann gleich später bei der Übung. Mehr brauchen wir nicht. Mir ist noch wichtig, solltest du bei der Übung oder Übungsdurchführung Schmerzen verspüren, das ist ein Warnsignal deines Körpers. Nicht einfach weitermachen. Bitte die Einheit sofort abbrechen, wenn du Schmerzen verspürst. Natürlich ist es ein Unterschied zwischen einem Ziehen, einem Brennen und einem Schmerz, aber das wirst du, glaube ich, relativ schnell selber rausfinden. So, dann lasst uns mit dem Workout starten. Der erste Teil ist das Warm-up. Das brauchen wir, damit wir den Körper allgemein ein wenig erwärmen, die Muskulatur, die Gelenke darauf vorbereiten, dass jetzt ein wenig Belastung kommt. Ja, sollte man auch immer ähnliche Übungen nehmen, damit da ein bisschen Routine reinkommt. Die erste Übung, die wir machen wollen, locker in den Knien, Arme vorne gestreckt und wir schieben 8-mal den rechten Arm und 8-mal den linken Arm abwechselnd nach vorne. So, das waren jetzt 10 Mal, aber das ist nicht so schlimm. So 8 bis 12 Mal, mehr ist auch nicht schlimm. Nächste Übung, die wir machen wollen, wir nehmen die Arme nach oben, ziehen die Schulterblätter hinten zusammen, locker in den Knien und jetzt drehen wir den Oberkörper, ohne dass der Unterkörper sich mitdreht. Ab der Hüfte passiert gar nichts mehr. Sieht dann so aus. Jede Seite 6 Mal. Sehr gut. Für die nächste Übung solltest du dir irgendwo eine Möglichkeit suchen zum Abstützen. Sei es ein Auto, sei es eine Wand oder ein Tisch. Ja, kein falscher Ehrgeiz. Stützen uns hier ab. Ich nehme die Wand. Hüftbreiter Stand. Ja. Wir drücken uns auf die Zehenspitzen. Wir strecken die Hüfte. Wir gehen hinten auf die Ferse und schieben den Po raus. Das Ganze machen wir 6 Mal. Sehr gut. Das war die dritte Übung. Du hast gemerkt, wir sind immer weiter runtergewandert. Dann wollen wir natürlich auch noch die Beine nicht vergessen. Dafür gehen wir 6 bis 8 Mal, das ist immer variabel, je nachdem wie du dich fühlst, ja, gehen wir in einen seitlichen Ausfallschritt, gar nicht so tief runter, kommen in die Mitte und gehen zur anderen Seite. Leicht andeuten reicht schon. Oberkörper schön aufrecht lassen. Jede Seite noch einmal. So, das war auch schon das Warm-up. Dann starten wir mit der ersten Übung. Wichtig ist bei der kniegelenkumgebende Muskulatur nicht nur, dass wir genügend Kraft dort haben, sondern dass wir auch eine gewisse Stabilität haben. Dafür muss die Muskulatur vorbereitet sein und darum wollen wir uns in der ersten Übung kümmern. Ja? Dafür klingt relativ simpel, aber versucht das Gleichgewicht zu bewahren. Wir nehmen die Hände vor den Körper,
Wir nehmen ein Bein in die Luft und gehen einen Schritt nach vorne und ziehen das andere Bein zur Ferse. Du siehst, mein Knie ist angebeugt und du wirst merken, wie du stabilisieren musst. Wir gehen wieder nach hinten und nehmen das andere Bein. Das machen wir 30 Sekunden. Ja, und hier geht es vor allen Dingen um die gerade Oberschenkelmuskulatur und die gesamte kniegelenkumgebende Muskulatur. Wenn du soweit bist, starten wir in 3, 2, 1 und auf geht's. Sehr gut, die erste Übung haben wir schon geschafft. Gehen wir direkt in die zweite. Wir haben gerade dafür gesorgt, dass unsere Muskulatur bei einer geraden Bewegung, in einer geraden Ebene angesprochen wird. Jetzt haben wir natürlich auch noch die seitliche Ebene. Da brauchen wir auch Stabilität fast noch mehr als in der geraden. Ja, und wir trainieren sie halt auch viel, viel weniger. Deshalb, ich zeige euch einmal die Übung. Ja, gehen wir mit dem einen Bein in die Luft, stellen es seitlich, das andere Bein fersen wir wieder an. Gehen hier etwas in die Beugung, gehen zur anderen Seite, fersen hier wieder an. Relativ einfach. Aber je mehr ihr in die Beuge geht, desto mehr stabilisieren müsst ihr. Und das reicht auch vollkommen aus, um die Rezeptoren in der kniegelenkumgebenden Muskulatur anzusprechen, um für Qualität bzw. Stabilität zu sorgen. Wenn ihr soweit seid, starten wir in 3, 2, 1 und auf geht's. Wunderbar, die zweite Übung haben wir auch gemeinsam absolviert. Jetzt geht es in die dritte Übung. Eine Klassikerübung, die in keinem Beintraining oder einem Training der unteren Extremitäten fehlen darf, nämlich die Kniebeuge. Worauf kommt es bei einer Kniebeuge an, die nicht nur die untere Extremität trainiert, sondern ein Ganzkörpertraining ist? Erstmal die Position. Wir stellen uns hüftbreit hin. Ja, die Füße rotieren immer etwas nach außen. Dafür... Es gibt verschiedene Varianten, je nachdem, welchen Bereich man ansprechen möchte. Ich zeige euch eine relativ einfache. Ja, wir nehmen die Hände zusammen, Oberkörper bleibt aufrecht und wir schieben erstmal den Po nach hinten raus. Bauchnabel einziehen, wir gehen nach unten, achtet darauf, dass die Knie außen bleiben und je tiefer wir gehen, desto anstrengender wird das Ganze. Ja, wenn ihr soweit seid, ja, auch wichtig, Oberkörper bleibt aufrecht. Geht so tief, wie ihr könnt. Ja, eine gewisse Tiefe brauchen wir, aber es sollte kein Schmerz da sein. Wenn ihr soweit seid, starten wir in 3, 2, 1 und auf geht's. So, auch die dritte Übung haben wir unter uns gebracht. Kniebeuge, super. Jetzt gehen wir auf den Tisch, wie besprochen. Wichtig dabei ist, dass der Oberschenkel komplett auf der Oberfläche aufliegt und der Unterschenkel quasi freischwebt, so wie bei mir. Hintergrund ist folgender. Ihr habt hohe Belastung wahrscheinlich auf eure Knie, wenn ihr schwere Sachen tragen müsst. Dadurch drückt sich der Knorpel und der Meniskus über den Tag immer mehr zusammen. Das heißt, wir wollen das Ganze mal ein wenig auseinanderziehen. Dafür fassen wir auf den Oberschenkel, ja,
und fangen mal an, den Unterschenkel langsam vor und zurück zu schwingen, um das Ganze mal ein wenig auseinanderzuziehen. Ihr könnt dann auch variieren und mal kreisen. Ja, das machen wir 20 Sekunden. Danach wechseln wir 20 Sekunden auf das andere Bein. Ja, ihr werdet es dann im Video sehen. Wenn ihr soweit seid, starten wir in 3, 2, 1 und auf geht's. Sehr schön, die vierte Übung haben wir hinter uns. Macht diese Übung ruhig regelmäßig, sorgt für Entlastung und tut gerade eurem Kniegelenk sehr, sehr gut. Kommen wir zur fünften Übung, was eine Dehnübung sein wird für die Oberschenkelvorderseite. Ja, wer viel belastet, sollte dort auch mal für Entspannung sorgen, ja, und für eine gewisse Länge und Durchblutung der Muskulatur. Eine klassische Übung in dem Bereich gibt ein paar Feinheiten, auf die man achten sollte. Sucht euch dafür ruhig eine Möglichkeit, euch abzustützen. Eine Wand, ein Auto, irgendwo. Kann man auch zwischendurch machen. Ich drehe mich einmal dafür. Ich halte mich jetzt hier mal an dem Tisch fest. Wir nehmen das hintere Bein am Sprunggelenk. Ganz wichtig, nicht am Fuß anfassen, sondern am Sprunggelenk. Ziehen es Richtung Gesäß. Und wenn wir jetzt die Dehnung hier vorne noch ein wenig erhöhen wollen, dann versuchen wir mal die Hüfte ein wenig nach vorne zu schieben. Das merkt ihr sofort. Das halten wir 20 Sekunden, danach wechseln wir direkt auf das andere Bein. Wenn ihr soweit seid, starten wir in 3, 2, 1 und auf geht's. Prima, auch die fünfte Übung mit der Dehnung der Beinvorderseite haben wir hinter uns gebracht. Jetzt geht es in die letzte Übung. Wer die Beinvorderseite dehnt, sollte auch die Rückseite dehnen, dass wir hier ein bisschen für Entlastung sorgen. Gerade wenn viel Zug auf die vordere Oberschenkelmuskulatur ist, viel Belastung sollte man hier hinten dehnen als Gegenspieler. Dafür gehen wir in eine kleine Schrittstellung. Das vordere Bein ist durchgedrückt, wie ihr hier seht, ja. Die Fußspitze ist angezogen. Wir gehen mit dem Oberkörper nach vorne, mit dem Gesäß leicht nach hinten und halten diese Dehnung 20 Sekunden. Ihr spürt das vor allen Dingen in der Wade und in der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Nach 20 Sekunden wechseln wir sofort das Bein. Ihr seht das dann bei mir. Wenn ihr soweit seid, starten wir in 3, 2, 1 und auf geht's. So, wir sind durch mit allen Übungen. Sehr schön, dass du auch durchgehalten hast. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte noch auf die anderen Videos mit anderen Themenschwerpunkten verweisen. Ja, die sind vielleicht auch was für dich. Schau sie dir mal an, probier sie mal aus. Solltest du dich nach einer gewissen Zeit ein bisschen unterfordert fühlen, gibt es Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Also
länger das Ganze durchhalten, mehr Wiederholungen, mehr in die Bewegung rein, in die Tiefe. Ja, aber erstmal Step by Step. Erstmal super, dass du das Workout durchgezogen hast und ich freue mich, wenn du die anderen Videos anklickst. Ciao!